Also aufregend ist die Diskussion auch jetzt noch nicht. Der Hundsdorfer meint, es gibt die Vereinigten Staaten und Europa, das wird nicht funktionieren. Der Meinung bin ich auch. Europa ist am Scheideweg, das stimmt auch. Und Kreisky war eine tolle Zeit, stimmt auch. Aber nur, wir leben in der Jetztzeit und der Hundsdorfer hat einfach als Sozialminister es nicht zu Wege gebracht, obwohl er gesagt hat, er gestaltet. Wir haben 500.000 Arbeitslose, das Pensionsproblem ist einfach kaputt. Die Männer gehen mit 65, Frauen mit 60 und alle gehen wesentlich früher und es geht nichts weiter. Aber was mir bei der Diskussion, bei allen Diskussionen fehlt, ist einfach, was will der Bundespräsident erreichen? Wo unterscheidet er sich von seinen anderen Kandidaten? Das kommt alles nicht vor. Wenn ich da drinnen diskutieren würde, würde ich den anderen Feuer und den Hintern machen. Naja, das ist bei jedem unterschiedlich. Der Herr Hundsdorfer hat 500.000 Arbeitslose, das erste Mal in 70 Jahren Zweite Republik. Der Van der Bellen ist ja kein Unabhängiger, der ist ein Grüner. Die Frau Gries hat jetzt mehr oder weniger auch zugegeben, dass sie eine Rosa-Unterstützung hat. Und da bin ich eigentlich der einzige Unabhängige, den es noch gibt. Aber ich bin als Unabhängiger ausgeschlossen, weil ich keine Stiftungsräte hinter mir habe. Und der Herr Brabetz braucht einfach Stiftungsräte, um neuer Generaldirektor zu werden. Aber wir werden eine Beschwerde machen und ich glaube, wir werden dem Brabetz das Leben ein bisschen erschweren.